von der allgemeinen Exponentialfunktion mit Basis a hin zur natürlichen Exponentialfunktion mit Basis e. Wir werden zuerst die Ableitung der Exponentialfunktion mit Basis a bestimmen. Dazu greifen wir auf die Definition der Ableitung zurück, und zwar angegeben wird eine Funktion f. In ihrem Definitionsbereich wählen wir eine Zahl a und berechnen den Grenzwert, wenn x gegen diese Zahl a strebt, vom Differenzenquotienten f von x minus f von a geteilt durch x minus a. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, sagt man, die Funktion f sei ableitbar an der Zahl a oder auch die Funktion f sei differenzierbar an der Zahl a. Und diese gefundene reelle Zahl bezeichnet man dann mit f' von a. So wird dieser Zahl aus dem Definitionsbereich von f diese Zahl f' von a zugeordnet, und dieses Zuordnungsgesetz nennt man die Ableitungsfunktion von f oder kurz die Ableitung von f. Und man bezeichnet diese neue Funktion mit f'. So ist die Ableitung definiert. Für unsere spezielle Exponentialfunktion haben wir mit dieser Definition ein kleines Problemchen, und zwar der Buchstabe a ist hier schon für die Basis reserviert, also werden wir in der Definition statt a einen anderen Buchstaben wählen. Ich habe hier den Buchstaben u genommen, das heißt, überall wo a stand, steht jetzt eben u. Wir werden jetzt anhand dieser Definition f' von u berechnen und hinterher werden wir das u durch x ersetzen und haben somit den algebraischen Ausdruck der Ableitung f' von x. Legen wir los. Angegeben ist also diese Exponentialfunktion mit Basis a streng positiv und verschieden von 1. Wir berechnen f' von u, das heißt Limes, wenn x gegen u strebt, von f von x, also a hoch x, minus f von u, also a hoch u, geteilt durch x minus u. In diesem Zähler werden wir a hoch u ausklammern. Zuerst erscheint das seltsam, denn im ersten Term ist gar kein a hoch u drin. Man kann es aber trotzdem ausklammern, und zwar so. Überprüfen wir a hoch u mal a hoch x minus u, das macht effektiv a hoch x, und a hoch u mal minus 1, das macht minus a hoch u. Also ist das so korrekt. Diese Zahl a hoch u, die hängt nicht von der Variablen x ab. Sie ist also konstant. Und eine konstante Zahl, die multipliziert, darf aus dem Grenzwert raus und dann da vorne multiplizieren. Als Grenzwert bleibt dann noch übrig, Limes, wenn x gegen u strebt, von a hoch x minus u minus 1 geteilt durch x minus u. Und dieser Nenner x minus u, der kommt auch im Zähler vor als Exponent. Die Variable x kommt also in dieser Funktion nur in der Form x minus u vor. Schauen wir auf den Zahlenstrahl. Hier ist die Zahl u vorgesehen und hier ist die Zahl x, die gegen u strebt. Wenn x sich der Zahl u immer mehr nähert, dann bedeutet das, dass diese Zahl x minus u immer kleiner wird. Die Zahl x minus u ist in der Zeichnung die Länge von dieser blauen Strecke, und wenn x gegen u strebt, dann strebt diese Länge gegen 0. Wir können also sagen, wenn x gegen u strebt, dann strebt x minus u gegen 0. Und es geht auch andersherum, wenn x minus u gegen 0 strebt, dann muss x gegen u streben.
Denn was hier variiert, ist nur die Zahl x, nicht die Zahl u. Also x strebt gegen u ist äquivalent zu x minus u strebt gegen 0. Und wenn wir diese Differenz x minus u klein t nennen, dann ist das nochmal äquivalent zu klein t strebt gegen 0. Wir werden also hier diese Zahl a hoch u vor den Grenzwert setzen und in dem Grenzwert werden wir den Variablenwechsel t gleich x minus u vornehmen. Die Zahl a hoch u steht effektiv jetzt vor dem Grenzwert. Hier steht x strebt gegen u, das ist äquivalent mit t strebt gegen 0. Und in der Funktion können wir jetzt x minus u da und da durch t ersetzen. Somit haben wir also gefunden, dass f' von u dasselbe ist wie a hoch u mal dieser Grenzwert. Dieser Grenzwert wird von der Basis a abhängen. Wir schreiben ihn so. Den Grenzwert bezeichnen wir mit Alpha und sagen, es ist ein Alpha von a, weil diese Zahl Alpha von der Basis a abhängt. F' von u ist also Alpha von a mal a hoch u. So haben wir die Ableitung bei u ausgedrückt gefunden und werden jetzt noch das u da und da durch x ersetzen und haben somit f' von x. Es ist diese Zahl Alpha, die aber vom Parameter a abhängt, multipliziert mit a hoch x. Halten wir die Ableitung so fest. A hoch x', das ist Alpha von a mal a hoch x, wo Alpha von a dieser Grenzwert ist. Jetzt betrachten wir diesen Grenzwert etwas genauer. Um ihn zu berechnen, werden wir zuerst einmal t durch 0 ersetzen. Das ergibt aber die Unbestimmtheit 0 geteilt durch 0. Um diese Unbestimmtheit zu beheben, haben wir als einziges Mittel den Satz von de L'Hôpital. Um diesen Satz anzuwenden, müssen wir aber den Zähler ableiten und dazu brauchen wir die Ableitung von a hoch t. Die Ableitung von a hoch t führt aber zwangsläufig wieder zu diesem Grenzwert. Und so entsteht dann ein Teufelskreis. Untersuchen wir diesen Grenzwert auf eine ganz andere Art und zwar mit Schieberegler aus GeoGebra. Der erste Schieberegler ermöglicht es, die Basis a einzustellen und der zweite Schieberegler ist vorgesehen für die Zahl t, die gegen 0 streben soll. Lassen wir a mal auf 2 stehen und jetzt lassen wir t gegen 0 streben und beobachten gleichzeitig, wie hier die Zahl Alpha ändert. Wenn t ganz, ganz dicht bei 0 liegt, dann hat Alpha diesen Wert, woraus wir schließen, dass Alpha von 2 diese Dezimalzahl ist. Wir stellen jetzt t zurück und setzen die Basis a mal auf 0,5, auf ein halbes. Jetzt lassen wir t wieder gegen 0 streben und stellen hier fest, dass Alpha von ein halbes diese Zahl ist. Alpha von ein halbes ergibt minus 0,69314. Das ist fast wie da. Der Unterschied entsteht hier in der fünften Dezimalstelle und dieser Unterschied entsteht wegen Auf- oder Abrunden. Die Zahl Alpha von ein halbes ist genau minus Alpha von 2. Wir stellen t zurück und setzen die Basis jetzt auf 3 und schauen, wie Alpha sich verhält, wenn t gegen 0 strebt. Das Alpha von 3 ergibt diese Zahl. Halten wir sie hier fest. Wir stellen t wieder zurück und ich würde jetzt gerne für a ein Drittel einstellen,
Das ist mit dem Schieberegler schwierig, also gebe ich hier in der Eingabezeile ein, a ist 1 geteilt durch 3. Enter. Jetzt steht der Schieberegler genau auf 1 Drittel. Wir lassen t gegen 0 streben und stellen auch hier fest, Alpha von 1 Drittel ist genau minus Alpha von 3. In einem viel späteren Thema werden wir diesen Grenzwert noch viel einfacher berechnen können und diese Eigenschaft hier dann auch sehr einfach feststellen können. Aber leider fehlt uns im Moment das Werkzeug dazu. Also lassen wir unsere Ableitung im Moment in dieser Form stehen. Halten wir das auch so fest. Wir haben herausgefunden, dass die Ableitung von a hoch x gleich ist zu dieser Funktion a hoch x selbst mal eine konstante Zahl, die aber von der Basis a abhängt. Und diese konstante Zahl ist dieser Grenzwert. Der weltberühmte Schweizer Mathematiker Leonhard Euler hat gezeigt, dass es eine Exponentialfunktion gibt, für die diese Zahl Alpha 1 ist. Es gibt also eine Zahl, für die Alpha von dieser Zahl 1 ergibt. Diese Zahl bezeichnet man offiziell mit dem Buchstaben klein e und man nennt sie die Euler-Zahl, daher auch das klein e. Diese Exponentialfunktion mit Basis klein e ist die Exponentialfunktion exp, die gleich zu ihrer Ableitung ist. Es gilt also e hoch x prim ist Alpha von e, das heißt 1, mal e hoch x. Und somit haben wir eine Exponentialfunktion, deren Ableitung genau diese Exponentialfunktion ist. Es gibt nur zwei Funktionen, die diese Eigenschaft haben. Diese Exponentialfunktion mit Basis e, die man auch die natürliche Exponentialfunktion nennt, ja, und die Funktion 0, denn die Ableitung von 0, das ist 0. Schauen wir, wenn man jetzt e hoch ein f von x ableiten muss, dann brauchen wir natürlich die Kettenfunktionsformel und die führt dann sofort zu e hoch f von x prim, das ist e hoch f von x selbst und dann wird noch multipliziert mit f prim von x. Also die Ableitung von e hoch x, das ist e hoch x und die Ableitung von einem e hoch f von x, das ist diese Funktion e hoch f von x, aber sie wird noch multipliziert mit der Ableitung des Exponenten. Wir versuchen jetzt irgendwie den numerischen Wert dieser Zahl e herauszufinden. Schauen wir zuerst die Eigenschaft von e. Die Zahl e ist so, dass Alpha von e 1 ergibt. Das Alpha von e ist aber auch Limes, wenn t gegen 0 strebt, von e hoch t minus 1 geteilt durch t. Also ist die Zahl e so, dass Alpha von e, das heißt dieser Grenzwert, gleich 1 ist. Und daraus werden wir jetzt den numerischen Wert von e herausfinden. Und zwar so. Durch diese Gleichheit hier können wir sagen, wenn t ganz dicht bei 0 ist, dann ist dieser Bruch ganz dicht bei 1. Ein Bruch ist gleich 1, wenn der Nenner gleich zum Zähler ist. Also ein Bruch ist ganz dicht bei 1, wenn der Nenner ganz dicht beim Zähler liegt. Das heißt, wenn t ganz dicht bei der 0 liegt, dann können wir hier draus schließen, dass dieser Nenner t ganz dicht bei dem Zähler e hoch t minus 1 liegen muss. Minus 1 setzen wir jetzt hier links rüber und so können wir daraus schließen, dass 1 plus t dicht bei e hoch t liegen muss. Jetzt nehmen wir diese Zahl links hoch 1 auf t
und die Zahl rechts auch hoch 1 auf t und schließen daraus, dass 1 plus t hoch 1 auf t ganz dicht bei e hoch t hoch 1 auf t liegen muss. Warum machen wir das eigentlich? Weil hier die Exponenten miteinander multipliziert werden und t mal 1 auf t ergibt 1. Die Zahl hier rechts ist also diese Zahl e. Schlussfolgerung, wenn t ganz dicht bei 0 liegt, dann liegt dieser algebraische Ausdruck ganz dicht bei der Zahl e. Demzufolge gilt also, die Zahl e, das ist der Grenzwert, wenn t gegen 0 strebt, von 1 plus t hoch 1 auf t. In diesem Grenzwert nehmen wir jetzt den Variablenwechsel m gleich 1 auf t vor. Das heißt, wenn t gegen 0 strebt und m ist gleich 1 auf t, dann strebt m gegen 1 auf 0, das heißt m strebt dann gegen unendlich. Die Zahl 1 auf t ersetzen wir durch m im Exponenten. Und wenn m 1 auf t ist, dann muss t 1 auf m sein. Also können wir dieses t ersetzen durch 1 auf m. Und haben somit herausgefunden, dass die Zahl e gleich sein muss zu diesem Grenzwert. Diese Formel halten wir hier fest. Die Zahl e, für die die Zahl Alpha 1 ergibt, ist gleich zu diesem Grenzwert. Und um diesen Grenzwert zu bestimmen, setzen wir wieder einen Schieberegler in GeoGebra ein. Wir beginnen hier mit m gleich 1, also ersetzen wir hier drin m durch 1. Das ergibt dann 1 plus 1 auf 1, das heißt 2, hoch 1. Das macht 2. Wenn m den Wert 2 hat und wir ersetzen hier drin m durch 2, dann macht das 1 plus 1 geteilt durch 2, also 1,5 hoch 2. 1,5 im Quadrat macht 2,25. Wir lassen jetzt m gegen unendlich streben und das sehr schnell. Hier zum Beispiel sind wir schon bei der Zahl 2.400.001. Wenn man hier drin m durch diesen Wert ersetzt, findet man diesen Wert für die Zahl e. Und m ist hier schon sehr groß. E ist 2,718281. Diese Dezimalstellen, die bleiben stehen, ganz egal wie groß die Zahl m hier wird. Was sich noch verändern wird, ist das hinter der 1. Diese Ziffern bleiben stehen. Beobachten wir das? Das stimmt. Die Zahl e wird ergeben 2,718828, dann kommt nochmal 1828, dann könnte man denken, dass e periodisch ist, ist sie aber nicht, weil danach kommt 45, 90, dann wieder 45. Man kann aber beweisen, dass diese Zahl e irrational ist. Die Zahl e hat diesen numerischen Wert. Wir begnügen uns damit zu sagen, dass e ungefähr den Wert 2,718828 hat. Da diese Basis e streng größer ist als 1, muss der Graph von e hoch x diese Form haben. Diese Form bedeutet, die Funktion ist stetig und streng monoton, dreht die Konkavität nach oben, die x-Achse ist eine horizontale Asymptote bei minus unendlich. Selbstverständlich geht e hoch x durch den Punkt 0, 1, wie alle Exponentialfunktionen. Und sie geht auch durch den Punkt 1, e. E hat effektiv den Wert 1, 2, 2,5, 2,7, 2,71828. Also, wenn wir diesen Graphen zeichnen, dann achten wir zumindest darauf, dass die Funktion diese Form hat, hier asymptotisch ist und die Punkte 0,1 und 1e enthält.
Da haben wir sie, diese Exponentialfunktion, die anscheinend so wichtig ist. Sie findet effektiv viele Anwendungsbereiche. Eine erste Anwendung der Funktion e finden wir in den Naturwissenschaften, und zwar radioaktive Stoffe senden Strahlen aus und zerfallen deshalb in andere Stoffe. Was heißt das? Nehmen wir zur Erklärung ein konkretes Beispiel. Der Kern von dem Isotop 226 von Radium, das heißt das 88. Element aus dem Periodensystem, so ein Kern sendet Alpha-Strahlen aus. Alpha-Strahlen bestehen aus Heliumkerne. In diesem Radiumkern waren 88 Protonen vorhanden. Sobald ein Alpha-Teilchen ausgestrahlt wird, sind zwei Protonen weg, also enthält dieser Kern nur noch 86 Protonen, aber das Element 86, das ist kein Radium mehr, das ist Radon. Also ein Radiumkern sendet ein Heliumkern aus, verliert dadurch zwei Protonen und man sagt, dieser Radiumkern sei dann so in einen Radonkern zerfallen. Den ganzen Vorgang nennt man Radioaktivität. Die Wissenschaftler wissen zwar nicht genau, wann ein Radiumkern ein Alpha-Teilchen ausstrahlt, aber trotzdem können sie durch ihre Beobachtungen die Radioaktivität modellieren, und zwar so. Wenn N0 die Anzahl Kerne der Substanz bezeichnet und N von T die Anzahl Kerne, die nach der Zeit T noch vorhanden sind, noch nicht zerfallen sind, so modellieren die Wissenschaftler diesen radioaktiven Zerfall durch N von T, Anzahl Kerne, die noch da sind, gleich N0, Anzahl Kerne, die ursprünglich vorhanden waren, mal, da ist sie, E, die Euler-Zahl, hoch minus Lambda T. Diese Zahl Lambda ist ein Parameter, der von der radioaktiven Substanz abhängt. Viele Zerfalls- sowie auch Wachstumsgesetze aus der Natur können mit der Exponentialfunktion mit Basis E modelliert werden. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Anwendungsbereich liegt in den Differentialgleichungen. Eine Gleichung heißt Differentialgleichung, wenn ihre Unbekannte eine Funktion ist. Keine Zahl, sondern eine Funktion. Auch hier ein konkretes Beispiel. Wir suchen die Funktion f, die so ist, dass ihre dritte Ableitung ausgedrückt bei x minus 2 mal ihre zweite Ableitung ausgedrückt bei x plus die Funktion selbst ausgedrückt bei x 0 ergibt. Was wir suchen, ist diese Funktion f, die diese Eigenschaft hat. Die Mathematiker haben bewiesen, diese Funktion f kann allgemein geschrieben werden in dieser Form. Eine beliebige Konstante mal die Euler-Zahl hoch 2x plus eine zweite beliebige Konstante mal die natürliche Exponentialfunktion hoch 3x mit c1 und c2 zwei beliebige reelle konstante Zahlen. Solche Differentialgleichungen kommen in den Wissenschaften sehr häufig vor und um diese zu lösen, ist die natürliche Exponentialfunktion, also mit Basis e, sehr hilfreich. Und warum? Weil sie eben diese besondere Eigenschaft hat, sie ist gleich zu ihrer Ableitung. Deshalb ist diese Funktion so wichtig. Einen dritten interessanten Anwendungsbereich liegt in der Finanzmathematik, und zwar beim Zinsverzinsen. Wir erinnern uns, wenn man ein Startkapital K0 mit Zinsverzinsung bei einem Prozentsatz P anlegt, so wird das Kapital nach N Jahren heranwachsen zu diesem Kapital. Das heißt, das Kapital nach N Jahren
wird berechnet durch das Startkapital mal 1 plus Prozentsatz, das Ganze hoch n. So berechnet man das Kapital nach einer ganzen Anzahl Jahre. Ein konkretes Beispiel. Die Oma legt bei der Geburt von Janine 5.000 Euro an der Bank fest und das zu einem Prozentsatz von 3%, das heißt 0,03. Sie möchte der Janine das herangewachsene Kapital zum 18. Geburtstag schenken. Das Kapital nach 18 Jahren wird also berechnet durch diese Formel. Es ist das Startkapital 5.000 mal 1 plus Jahresprozentsatz 0,03 hoch 18. Janine wird also diese 8.500 Euro zu ihrem 18. Geburtstag von der Oma erhalten. Jetzt stellt sich die Frage, wie viel Geld bekommt die Oma denn, wenn sie das Kapital nicht nach 18 Jahren, sondern nach 17 Jahren und 10 Monaten abholt? Dann spricht man von einer unterjährigen Verzinsung und es gilt, bei einer unterjährigen Verzinsung wird das Kapital am Ende des Jahres nach anderen Modellen berechnet. Zum Beispiel nach einem Halbjahr. Da wird es so berechnet. Das Startkapital wird nach jedem Halbjahr, also zweimal pro Jahr, mit der Hälfte des Prozentsatzes verzinst. Das Kapital nach zwei Halbjahren ist also Startkapital mal 1 plus den Jahresprozentsatz geteilt durch 2 und das rechnet man dann hoch 2. Das ist ein anderes Modell als das ganzjährige Modell. Aber trotzdem, dieses Modell entspricht ungefähr diesem Modell. Für den Kunden ist dieses hier ein ganz bisschen interessanter. Wieso ist das ungefähr gleich? Weil 1 plus p halbe im Quadrat ungefähr 1 plus p ist. Denn 1 plus p halbe im Quadrat, das ist 1 plus p Quadrat Viertel durch die binomische Formel. Aber p ist gewöhnlich eine sehr kleine Zahl. Und wenn p sehr klein ist, dann ist p Quadrat noch viel kleiner. Und p Quadrat Viertel ist dann noch kleiner. Das heißt, diese Zahl hier, die ist verschwindend gering, sie ist wirklich sehr, sehr klein, sodass das, was hier links steht, 1 plus p plus die Zahl, die praktisch 0 ist, dasselbe ist wie 1 plus p. Diese zwei Modelle stimmen also fast überein. Wie macht man das jetzt nach einem Vierteljahr? Nach einem Vierteljahr wird es so gemacht. Das Startkapital wird nach jedem Vierteljahr, also viermal pro Jahr, mit dem Viertel des Prozentsatzes verzinst. Das heißt, das Kapital nach vier Vierteljahren wird berechnet durch Startkapital mal 1 plus Jahresprozentsatz geteilt durch 4, das Ganze hoch 4. Wie sieht es denn monatlich aus? Das Startkapital wird nach jedem Monat, also 12 Mal pro Jahr, mit dem Zwölftel des Prozentsatzes verzinst. Das heißt, das Kapital nach 12 Monaten, das ist das Startkapital mal 1 plus Jahresprozentsatz geteilt durch 12, das Ganze hoch 12. Und wie sieht es denn nach jedem Tag aus? Da rechnet man es so. Das heißt, dieses Modell wird mit und mit verfeinert, je kürzer die Zeitspanne ist. Das heißt, hier das Startkapital wird nach jedem Tag, also 365 Mal pro Jahr, mit dem 365. des Prozentsatzes verzinst. Das Kapital nach 365 Tagen ist also das Startkapital mal 1 plus Jahresprozentsatz geteilt durch 365, das Ganze hoch 365.
Und so kann man noch mehr verfeinern, wenn die Zeitspanne noch kürzer wird. Das heißt, das Startkapital wird nach jedem Zeitabschnitt klein t, also t mal pro Jahr, mit dem Tetel des Prozentsatzes verzinst. Das Kapital nach t Zeitabschnitten ist also gleich zum Startkapital mal 1 plus Jahresprozentsatz geteilt durch t, das Ganze hoch t. Wir halten das mal fest. So, das Startkapital wird nach jedem Zeitabschnitt, also t mal pro Jahr, mit dem Tetel des Prozentsatzes verzinst. Und so kann man das vorhandene Kapital zu jedem Zeitpunkt berechnen. Wenn die Zeitabschnitte immer kürzer werden, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden, Nanosekunden und somit ihre Anzahl t pro Jahr immer größer wird, so spricht man von einer stetigen Verzinsung. Und man berechnet dazu den Grenzwert von k von t, wenn t gegen plus unendlich strebt. Das heißt, den Grenzwert davon, wenn t gegen plus unendlich strebt. Um diesen Grenzwert zu bestimmen, kann man diese Konstante K0, die hier multipliziert, vor den Grenzwert setzen, wo sie multiplizieren wird. Es bleibt also noch dieser Grenzwert zu bestimmen. Um den zu bestimmen, nehmen wir den Variablenwechsel T gleich P mal M vor. Schauen wir uns den genauestens an. Die Zahl P ist eine streng positive angegebene Zahl. Es ist der Jahresprozentsatz. Wenn t gegen plus unendlich strebt, dann muss diese Zahl m auch gegen plus unendlich streben, aus diesem Grund. Und wenn die Zahl m gegen plus unendlich strebt, dann muss die Zahl t auch gegen plus unendlich streben, aus demselben Grund. Dieser Variablenwechsel führt also zu diesem Grenzwert, wo m gegen plus unendlich strebt, das heißt zu diesem Grenzwert. Warum haben wir diesen Variablenwechsel eigentlich vorgenommen? Weil hier sich dieses p wegkürzt und dann bleibt hier zwischen Klammern, wenn man den Exponenten p außerhalb des Grenzwertes setzt, dieser Grenzwert übrig. Es reicht also jetzt, diesen Grenzwert zu bestimmen und den erkennen wir wieder. Dieser Grenzwert entspricht genau der Euler-Zahl e. Somit finden wir also diese Formel. Nach n Jahren wird das Startkapital bei stetiger Verzinsung zu diesem Kapital heranwachsen. Eine schöne Anwendung der natürlichen Exponentialfunktion mit Basis e. Noch eine kleine Bemerkung. Nach einer vollen Anzahl Jahren rechnet man das herangewachsene Kapital eigentlich durch diese Formel. Wenn man jedoch die stetige Verzinsung berücksichtigt, dann wird es berechnet durch diese Formel. Eigentlich ergeben die beiden ungefähr dasselbe. Denn weil p eine ganz kleine Zahl ist, es ist ja der Jahresprozentsatz, ist e hoch p mal n ungefähr gleich zu 1 plus p hoch n. Ich schreibe es mal hin. Wenn p sehr klein ist, dann kann man daraus schließen, dass e hoch p mal n ungefähr gleich ist zu 1 plus p hoch n. Und wieso? Weil, wenn wir hier eine Zahl x wählen, die ganz klein ist, also ganz dicht bei 0, dann sehen wir im Graphen, dass e hoch diese Zahl x und 1 plus diese Zahl x praktisch dasselbe ist. Den grünen Graphen sehen wir hier in der Nähe von 0 gar nicht, weil er durch den rosa Graphen von 1 plus x verdeckt wird. In der Nähe von 0 ist e hoch x und 1 plus x also praktisch dasselbe. Deshalb
ist e hoch p mal n und 1 plus p hoch n praktisch dasselbe.